So. Weil jetzt ist hier 5 mal 5. Das finde ich persönlich funktioniert so. Ich werde jetzt hier auch wieder so einen leichteckigen Turm raufbauen. Aus einem einfachen Grund, dass ich das jetzt nicht Dingsen will. Nee, warte mal. Ich mach doch einen Sechsten. Hier und hier auch. Weil dann habe ich 4 mal 4 im Raum. Und halt Dings. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. So. Dann habe ich das hier 4 mal 4. Kann dann das dann so weiterführen. Auch eckig, weil ja, die Stadtmauer ist ja auch eckig und so. Ich finde, ich bin nicht so gut auch in, sag ich mal, Kurvenbau, muss ich zugeben. Deswegen halte ich die Bauweisen doch eher als weiter eckig. So Block halte ich halt. Minecraft Block halte ich. Ist ja nicht gerade sehr häufig. Autsch. Zum Glück habe ich hier noch nicht freigeschaufelt. Da werde ich sowieso noch mindestens 2 breit den wegschaufeln. Weil die Gegner sollen ja nicht über die Mauer rüberkommen können. Es reicht ja, wenn ich es jetzt so die Tiefe oder so pack. Nur dass die da nicht rüber latschen. Ja. Hau ich den so noch mal zu. Später hau ich oben noch ein ordentlicheres Dach rauf. Dafür brauche ich aber erstmal Treppen. Dann werde ich so ein schönes Spitzdach, sag ich mal, Turmspitzdach machen. Ja, mache ich das jetzt am besten hier. So. Dann packe ich hier Türen rein und dann kann man hier da und da dingsen. Das gleiche packe ich hier. Ganz einfach ein Grund, brauche ich auch nicht jetzt den Platz hier drüben zu verschwenden, sondern kann den hier drüben jetzt zum Beispiel für noch was anderes benutzen. So, dann latsche ich mal in die Richtung erstmal. Ja, was ich noch in einer früheren Folge meine mit den Zinnen war, dass ich das dann so mache, das dann auf die ganze Linie verteilt, kann ich eigentlich jetzt schon zumindest für diese Reihe machen. Kann dann wenigstens das sich ein bisschen vorstellen. So, in der Stadt werde ich kein Terraforming mehr betreiben. Sei denn jetzt irgendeine Redstone-Leitung muss jetzt ein bisschen verlegt werden, dass ich da ein bisschen... Oh, der ist zu viel. Obwohl, da muss ja sowieso der Turm hin. Weil das ist sonst schwachsinnig. 1, 2, 3, 4, 5. Nee, warte mal. Dann ist doch der macht's nicht. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So. 1,
2, 3, 4, 5, 6. Geht das nämlich hier hin? Entlang und dort entlang und hier entlang. Wobei ich das lieber gleich schon so. Oh. Moment. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, da habe ich einen Fehler gebaut. Komm hier. So, 1, 2, 3, 4, 5. So. Stimmt das doch richtig? War das doch richtig? So. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 4. Hatte ich da jetzt 4? Müsste ich mal kurz schauen. Also so, man erkennt's, ne? Oh, schön. Noch ein Schaf, sehe ich gerade. Also man kennt's, glaube ich, langsam, wie es werden soll. 1, 2, 3, 4, 5. Also so gesehen. Ach, nebenbei. 2 die Tür und dann 3 nach oben. So. Ich werde auch keine großen Burggraben bauen oder so erstmal. Das kann man später immer noch. Erstmal werde ich das nur halt als kleinen Dings. Warte mal. Jetzt habe ich mich schon wieder verzählt. 1, 2, 3, 4, 5. Kommt der jetzt. Na. Fledermaus. Ich finde, die Fledermäuse mussten jetzt nicht wirklich sein bei dem der Minecraft-Version, sage ich mal. Weil bisschen kotzen die mich an. Weil man ab und zu dann immer denkt, scheiße, da kommt noch ein Gegner und dann ist das doch wieder nur so eine scheiß Fledermaus. So. Heute kann ich echt wieder mal nicht bauen. Ja. So. Falls euch irgendwas an meiner Bauweise oder so stört, keine Angst, schreibt das in die Kommentare. Bitte natürlich mit freundlichen Ton, nicht so von wegen Mann, baust du Scheiße. Und bitte auch nicht keine Kommentare, wo ihr Eigenwerbung mit reinhaut. Wie zum Beispiel, ja, dein Baustil ist zwar super, aber schau doch mal bei mir vorbei. Sowas, so eine Schleichwerbung finde ich dann doch doof. Allein deswegen wegen solchen. Auch wegen solcher Schleichwerbung habe ich ja das Projekt Promotion Your Let's Play ins Leben gerufen, sage ich mal. Das Problem bei dem Projekt momentan ist, momentan sind es immer noch viel zu wenig, die davon, naja, sagen wir mal, wissen oder von mir aus auch, da kommt wieder die Minecraft-Musik, die entweder davon wissen, zu weniger, oder halt die davon wissen, das entweder gar nicht nutzen oder sehr wenig nutzen. Das ist natürlich dann ein bisschen doof. Also für die, die jetzt das noch nicht wissen, Promotion Your Let's Play ist ein Forum, was ich erstellt habe. Dort kann man sich kostenlos registrieren. Das Forum ist allerdings keine Community an sich, sondern dient lediglich für Let's Player als Werbeplattform.
Sprich, dort können die Let's Player ihre Videos und ihren YouTube-Kanal oder YouTube-Kanäle, wie bei mir jetzt, so gesehen promoten, sprich Werbung für ihren Kanal, ihre Videos machen. Und die Leute, die halt jetzt Let's Player suchen und so, können dort natürlich, also neue Let's Plays und so suchen, können natürlich dort auch neue Let's Player, sag ich mal, finden. Für die, die es interessiert, die Seite ist auf meiner auf meinem Kanal natürlich verlinkt. Müsst ihr einfach nur in den Bereich über uns gehen, da ist er drin verlinkt. Aber auch hier in der Videobeschreibung habe ich den immer verlinkt, weil manche schauen sich dann doch die Videobeschreibung mal an und sehen dann, okay, Promotion, your Let's Play, was ist denn das? Schaue ich mal vorbei. Und also es ist auch kostenlos. Also ich finde es zwar, naja, groß gesehen für manche Bereiche auch natürlich praktisch. Warte mal, 1, 2, 3, 4, natürlich ein zu wenig. 1, 2, 3, 4, 5. So, für manche Projekte und so natürlich auch praktisch jetzt, wenn die wirklich Geld kosten, weil da irgendwelche Produktionskosten davon ist und so. Aber da zählt Promotion Your Let's Play nicht zu. Es wurde mit einem einfachen mit einer einfachen kostenlosen Forumserstellungswebsite erstellt. Deswegen sind dort auch keine Kosten angefallen in dem Sinne. Ach, was mache ich denn da? Oh, wieder mal nur Scheiße hier. Und deswegen ist es halt auch für die Nutzer dieses Forums kostenlos. Und ich meine mal, solange es keine gewaltverherrlichenden oder pornografischen Inhalte hat, oder kinderschändermäßigen Inhalte hat, kann man gern da Let's Plays machen. Für die Leute, die jetzt sagen, aber viele Games haben Gewaltverherrlichung und Pornografie und so, ja, dann muss man die auf einer anderen Website bewerben oder promoten dafür, weil das Ding bei dieser Homepage ist ja, dass man von der Website an sich, wo man diese Forum machen muss, die Vorlage bekommt, dass keine pornografischen oder gewaltverherrlichenden Dinge, also Videos dort zu sehen sind. Weil sonst, wenn man das machen würde, würde es sonst mein Forum, also das Forum allgemein, gesperrt werden und mein Account würde dafür gesperrt werden und ich würde scheiß viel Ärger kriegen. Deswegen bin ich auch dabei, immer mal, also täglich schaue ich dort vorbei, auch, also mehrfach täglich sogar, um auch zum Beispiel neue Let's Player freizuschalten, die sich dort registriert haben und so. Ich würde auch gerne das so beibehalten, dass das